In deine App Open Data, bitte um Handzeichen. Sieben auf meiner Seite. 13. Dann haben wir gemeinsame Softwareprojekte in Klammern Fraktionssoftware, bitte um Handzeichen. Dann Sommerloch, wieder Handzeichen. Umgang mit dem Sommerloch. Transparenz der Abgeordneten, Lobbyregister und Verhaltensregeln. War das ein Punkt? Ja, ich habe jetzt keinen Widerspruch gibt. Gut, dann. Wunderbar, 24, dann macht jetzt der Andreas ein Ranking hier. Mein Vorschlag wäre, dass wir irgendwie einfach mal einsteigen in die Themen, dann je nach Stimmenanzahl, vielleicht irgendwie nach einer Stunde auf jeden Fall mal so ein kurzes Zwischenresümee machen, wie lange noch jemand anbleiben wollen, wenn wir nicht durch sind. Und ansonsten, grundsätzlich haben wir ja keine Geschäftsordnung oder so, kann halt jeder irgendwann anregen zu sagen, lass uns mal das Thema so langsam abschließen. Und wenn wir darüber dann Zustimmung haben, morgen können wir ja irgendwie sagen, wir arbeiten noch ab, was offen ist, und gehen aber dann irgendwann zum nächsten Thema. Das muss irgendwie minimal informell mit unserer Erfahrung die Sitzungen irgendwie lösen, wie wir die Themen dann wechseln. Ich finde das grundsätzlich Widerspruch. Dann nehmen wir noch Zustimmung, solange es keine anderen Ideen kommen. Gut, Andreas, sortiert, ich sag mal, das meiste waren 37 bei dem Thema, das war das dritte oder vierte, gell? Konstruktiver Austausch. Genau, wie kann regelmäßiger konstruktiver Austausch mit der Partei umgesehen werden, dass das Thema, das wir uns jetzt an den Beginn gesetzt haben? Ja, bitteschön. Wie kann regelmäßiger konstruktiver Austausch mit der Partei organisiert werden? Also Partei hat ja mehrere Bedeutungen. Das sind zum einen die Mitglieder, das sind die Gremien, das sind die Arbeitsgruppen, das sind ja alles Mögliche dabei. Gab es jemanden, der sich gemeldet hat? Ansonsten würde ich besser machen. Ansonsten würde ich. Ja, also Johannes für die Rednerliste, wenn er euch zugelegt hat, aber ich aufgesetzt habe, hat es sich noch gemeldet. Ja, ich interpretiere das mal so, wie sind unsere Erfahrungen mit der Zusammenarbeit in der Partei, wie ist es gestaltet? Ich meine, ich versuche das mal hier so ein bisschen für Berlin zu beschreiben, wie sich das mir so darstellt. Es ist, wie ich persönlich finde, und das hatten wir auch letzte Woche hatten wir als Fraktion eine kleine Klausur nur am Samstag, noch nicht so ganz befriedigend, sage ich mal, so der regelmäßige, gerade der thematische Austausch zwischen Partei und Abgeordneten aus Fraktion. Das liegt, glauben wir, zu einem Teil auch daran, dass noch nicht klar definiert ist, über welche Wege können sich teilweise die Parteimitglieder dann in Diskurse einbringen. Ich glaube, bei Flächenländern wird es wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger sein. Bei uns ist Liquid Feedback eine sehr gute, Erleichterung, weil wir die Anträge, die wir hier einreichen, in der Regel im Liquid Feedback vorher abstimmen lassen, auch Anträge teilweise von anderen Fraktionen. Ich denke, was wir uns als Fraktion über die Sommerpause zum Beispiel dann auch überlegen müssen, ist, wie man ganz klar nochmal definiert, okay, wenn die Parteimitglieder das und das von uns als Fraktion wollen, dann nutzt die und die Kanäle. Wir haben jetzt auch eine Mail da quasi in Planung, weil halt auf einmal alle Mitglieder des Landesverbandes anschreiben wollen oder sagen wollen, hier die Personen sind die und die Sprecher, und dann treffen sich die und die Gruppen und wenn ihr da inhaltlich anschreiben wollt, macht das und das. Und ansonsten sind, glaube ich, die Stammtische explodiert. Aber ja, das ist so die Erfahrung, die wir so im letzten Jahr gemacht haben. Gut, dann also ich lese mal von mir ganz auf der Liste, damit ihr schreien könnt, falls ihr was übersehen habt. Ich habe das Pavel, dann Andreas und dann Patrick.
glaube ich, den Martin und den Alexander noch. Bitte schön, Paul. So, ja, ich wollte nochmal ergänzen zu dem, was Christopher gesagt hat, dass es sich tatsächlich an vielen Stellen als unerwartet schwer erweist. Einmal ist das Problem natürlich, das werden wir auch, glaube ich, schon alle spüren, dass sich die Terminkalender extrem füllen und die Terminkalender auch sehr, sehr unterschiedlich füllen, sodass es ganz, ganz schwer ist, einfach überhaupt Termine zu finden. Was wir hier gemacht haben, ist teilweise, dass sich ja, Squads, also Arbeitsgruppen, auch im regelmäßigen Turnus hier im Abgeordnetenhaus treffen, wobei da wiederum das Problem ist, dass die thematischen Zuschnitte dieser Arbeitsgruppen sich nicht mit den thematischen Zuschnitten jetzt der Ausschüsse decken. Das heißt, also ein Beispiel ist, wir haben hier einen Ausschuss, ein Spot Wirtschaft und Umwelt, aber die Leute, die an Wirtschaftsthemen arbeiten, sind halt ganz andere, die an Umweltthemen arbeiten, sodass der Eindruck da war, dass das passt noch nicht so richtig zueinander. Und das andere Problem, die andere Art von Missen, der noch da ist, ist, dass wir halt sehr viele dringende, aktuelle Themen oft haben jetzt als Abgeordnete, die bei uns im Fokus stehen, während so die Partei sich eher mit ja, etwas langfristigeren Dingen häufig oft beschäftigt. Und wir haben da ja, jetzt leider noch kein Patentrezept gefunden. Tatsächlich bisher am besten in der Praxis hat jetzt wirklich mit Feedback funktioniert, wo wir eine ganze Reihe von Beispielen haben, von Anträgen, die aus der Partei gekommen sind, dann durch die Fraktionssitzung gegangen sind und dann tatsächlich im Abgeordnetenhaus gelandet sind. Ansonsten wieder thematisch bin ich dankbar für alle Ideen, die vielleicht jemand hier noch haben wird, wie das besser funktionieren kann. Und vielleicht auch mein Eindruck ist auch, dass man die Treffen nicht zu häufig machen sollte, weil wir haben teilweise jetzt wöchentliche Treffen in der Partei und das ist einfach dann ein Rhythmus, mit dem man einfach überfordert ist. Ja, vielen Dank. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es da an manchen Stellen halt noch, grundsätzlich kann man sagen, dass wir in Berlin natürlich in einer besonderen Situation sind, nämlich weil wir uns recht unproblematisch auch immer persönlich treffen können und das bisher eigentlich auch das war, was wir recht häufig wahrgenommen haben. Also auch zum Beispiel gerade während des Wahlkampfs oder in der bisherigen politischen Arbeit. Deswegen finden halt teilweise Treffen extrem häufig persönlich statt. Bei der inhaltlichen Arbeit, auch in Bezug auf die Unterstützung der Fraktion hier im Haus, war es so, dass tatsächlich Liquid Feedback einfach haben, die besten für mich und ausgewogensten Geschichten oder Ergebnisse produziert hat, weil halt man dort letztendlich alle erreicht, die sich eben dort auch engagieren oder eben da irgendwie ein Interesse haben. Da fließen natürlich auch immer wieder zum Beispiel Diskussionsergebnisse aus dem Real-Life-Treffen ein. Also es ist nicht so, dass also alles das, was in der echten Leben passiert, dass das dann dort überhaupt keinen Niederschlag findet. Ich würde das auch in Zukunft als eine der starke oder als die starke Säule, auf der wir unsere inhaltliche Arbeit aufbauen wollen, auch betrachten. Dazu hat Christopher auch bei uns innerhalb der Fraktion den aktuellen Umlaufbeschluss beantragt. Vielleicht kannst du das mal pasten und vielleicht noch nachher kurz was dazu sagen, wenn du möchtest. Wo das auch nochmal einfach festgehalten wird. Und ich habe eben auch noch einen anderen Vorschlag gemacht, und zwar zu einem regelmäßigen Austausch hier in Berlin. Das ist allerdings, ich weiß nicht, wie man das auch auf andere Länder vielleicht übertragen kann. Ich habe halt gesagt, dass wir einmal im Quartal uns mit den Berliner Piraten zusammensetzen und das Ziel
soll halt der Austausch zwischen Mandatsträgern und Piraten sein. Also wir haben ja in Berlin, ich glaube, 60, 65 Mandatsträger. Also wir sind ja nicht nur hier im Abgeordnetenhaus vertreten, sondern auch in den BVV. Das war eben auch kurz nach der Wahl dann so, dass ein ganz großer Anteil, wenn nicht fast alle, die sehr aktiv waren, auf einmal dann auch mit ganz anderen Aufgaben belastet waren. Also das hat man schon bemerkt, auch an der Aktivität von manchen Treffen. Und die sollten eben zusammenkommen und mit den Piraten, und natürlich ist das, soll das Treffen auch öffentlich sein, sodass auch Rechte da mit herkommen können. Es ist aber nicht so gedacht, dass der Austausch an der Stelle dann wirklich auf die Bürger ausgerichtet ist und zentrale Bestandteile sollen sein, die Aussprache und Bewertung der zurückliegenden Arbeit, der Austausch über aktuelle Themen und die Entwicklung konkreter Initiativen und der Ausblick auf die Arbeit und Themenschwerpunkte der nächsten 3 bis 18 Monate. Also wo man einfach das Zurückliegende sich anguckt, was ist da passiert, was hat besonders gut funktioniert, was kann man besser machen, was passiert gerade, was ist ganz akut und was wollen wir in Zukunft angehen, was steht uns bevor innerhalb der nächsten 3 bis 18 Monate, das ist eine große Zeitspanne, aber dass man da ein bisschen Perspektive schafft. Das ist eine Initiative, die hatte bisher keine Gegeninitiative, befindet sich aber gerade auch in der Abstimmung. Also man wird sehen, was dabei rauskommt. Ich gehe aber davon aus, dass es angenommen wird. Ich glaube, so etwas Ähnliches, vielleicht in einer anderen Häufigkeit, kann man natürlich auch bei anderen oder sich in anderen Landesverbänden vorstellen. Also das ist erstmal diese zwei Säulen, einmal Feedback für alles, was konkret und laufend passiert. Und das einfach ein bisschen zu planen und zu bewerten, wie die bisherige Arbeit war und wo man in der Zukunft hin will. Dann kommt als nächstes. Ich habe jetzt Patrick, danach Martin, Alexander, Angelika, Christopher, mich drauf und danach Michael und mich. Okay, Patrick, Sie zurück, Martin. Ja, noch zur Ergänzung. Wir haben, das wird uns aber vergessen, wir haben sogar eine Angestellte zu genau dem Zweck der Vernetzung mit der Partei, der Mandatsträger, der sehr viele gibt in Berlin und der Partei Arbeitsgruppen auch mit dem Bundesverband und dann auch mit euch, das ist Monika Welz. Die hat genau die Aufgabe, eben weil wir ja alle die verschiedenen Terminschwierigkeiten immer wieder haben, und so viele sagen, sich darum zu kümmern, dass es kontinuierlich läuft. Die erstellt auch unabhängig von Feedback, eben Informationsbriefe für die Berliner Piraten, das geht dann über unsere Ankündigungsliste, die passt auch zusammen, was zum Beispiel eure Parteitagsbeschlüsse sind, die Wahlprogrammbeschlüsse für uns, damit wir uns orientieren können, wo es besonders viele Gemeinsamkeiten gibt, also das Inhaltliche, das Kommunikationstechnische, das macht ihr ziemlich gut und wenn ihr uns mal nicht erreicht, dann könnt ihr auch die ansprechen, dabei eben sozusagen. Das zweite ist, neben den Sporttreffen, die teilweise im Abgeordnetenhaus hier stattfinden, also bei euch dann in AGs, was auch in welchen Ländern dann wahrscheinlich schwieriger ist, ich gehe davon aus, dass es gerade in der AG halt auf dem Ampel stattfindet, das ist bei uns ja nicht so aktuell, macht es auch Sinn, das wird jetzt gerade bei uns in den Ländern diskutiert, eben Treffen zu thematischen Themen zu machen, also zu thematischen Themen, speziellen Themen, die anliegen. Jetzt weiß ich nicht, gerade irgendwie neue Verhandlungen über die Hochschulverträge, das wäre halt ein Thema, was man spielen könnte, wo man auch Fraktionen und Raum hat, Referenten, die interessiert sind, und die Partei einlegt. Das hat sich gezeigt, der Schmies hat das schon ein paar Mal gemacht, hat sich gezeigt, dass da das sehr gut ist, und gerade wenn man sich externe Experten einholt, dass dann eben auch sehr viel da rumkommt. Das motiviert die Leute zur Zusammenarbeit. Und dann noch das letzte, dann wird es schon angekommen, wir haben das auf verschiedenen Kanälen, Sprechstunden und also Fraktionssprechstunden, vielleicht schon einzelne Abgeordnete, das kann man natürlich auch über Wandel machen, sozusagen dafür, dass man angefangen hat, dass es demnächst ein zweites Mal geben und das geht dann natürlich auch bundesweit und dann braucht man sich auch keine Sorgen machen, dass man im Festland vielleicht keine Bundesgeschäftsstelle hat, wo man sich dann reinsetzen kann. Dann habe ich gleich. Ja, also grundsätzlich gesagt, gibt es eben auch Bring- und Hohlschuld. Also ich denke, jeder Abgeordneter sollte sich mit einer Arbeitsgruppe in der Partei
Themen. Also ich habe das eigentlich, nachdem ich gewählt worden bin, so weitergemacht wie bisher. Also war ich bisher wohl bei meiner Ruhe beziehungsweise also bei dann bei der Arbeitsgruppe, die wir im Sozialberaten nennen, schwerpunktmäßig. Und Erfahrung ist natürlich, dass die Parteiarbeitsgruppen einen anderen Fokus haben als die parlamentarische Arbeit. Ja. Die Ausschüsse spiegeln eben den Zustand der Ministerien wider, da werden also Themen, die vielleicht gar nicht miteinander zu tun haben, also mal zusammengewürfelt, die Frauen wandern immer, je nachdem, welcher Senat oder Minister da gerade zuständig ist. Und ich finde es auch nicht richtig, wenn man jetzt der, den Parteiarbeitsgruppen dieser Ausschusszustimmung auch trennen würde. Das bringt nichts. Das heißt aber natürlich, dass in den Parteiarbeitsgruppen, also bei uns ja trotz längerfristig gearbeitet wird, inhaltlich gearbeitet wird, dass nicht immer so parallel zu dem, was im Parlament gemacht wird. Also ich habe das auch schon erlebt, dass ich auch bei Sozialberaten Unmut folgt habe, wenn ich jetzt um konkrete parlamentarische Prozesse und Anträge besprechen wollte. Da muss man dann eben durch. Nicht? Also das ist auch wichtig, dass die Partei das mitkriegt. Aber tatsächlich muss man von seinem Tage im Parlament mal schneller Kurs wieder entscheiden. 5 Euro. Und den Inhalten. Während man eben in den Parteiarbeitsgruppen langfristige politische Perspektive entwickeln sollte. Beides ist wichtig und sollte auch verzahnt sein. Da, wie gesagt, gibt einmal die Bringschuld auch der Fraktionsabgeordneten, das tun aber auch eine Überholschuld der Piraten. Die Fraktionen tagen öffentlich, das heißt, es können immer Piraten drankommen. Ich habe auch mal gesagt, wenn jemand was wollte, sucht euch einen Abgeordneten, fragt ihn, wenn ihr was organisieren wollt. Ich weise nochmal darauf hin, dass ich euch alle bitte, kollektiv mit zu protokollieren im Chat und unten im Chat steht ein Twitter-Account. Ich denke, das wäre sinnvoll, die zu vervollständigen und wer möchte, sich rauskopieren. Okay, der Martin meldet sich. Jetzt habe ich Angelika, Christopher, Michael Hilber, mich und dann den Martin Delius. Also bei uns sind natürlich jetzt nicht viele Erfahrungen, weil wir sind seit Dienstag die erste offizielle Landtagsfraktion. Deswegen versuche ich es mal anders für mich einzuordnen, wo wir eigentlich stehen und wo die Erwartungen sind. Wir haben jetzt einen halben Jahr Wahlkampf gemacht, wir haben versucht, die anderen zu unterstützen. Wir haben als Flächenland gewonnen, das kann man auch für Schleswig-Holstein wirklich sagen. Das heißt, wir stehen in der Verpflichtung, auch in Niedersachsen zu denken, an Bayern. Unsere Basis hängt im Moment, das ist jedenfalls mein Eindruck, viel mehr an zu diskutieren, ob wir jetzt Kreisverbände gründen sollen, weil die Kommunalwahl in Schleswig-Holstein im Mai nächsten Jahres ist. Die ersten Arbeitsgruppen und auch ja, bei uns ist halt die Stammtische diskutieren, ob sie jetzt ab Juli Bundestagsabgeordnete nominieren als Direktkandidaten. Und das heißt, wir brauchen eine strategisch-taktische Diskussion, eine Verbindung zwischen dem, was wir in den Landtagen machen und wo wir Überschneidungen finden, um auch unser Profil als Bundespartei in Richtung Bundespartei, Bundestagswahl dieses Jahr zu schärfen und da auch den Bundesvorstand zu unterstützen. Europa lasse ich jetzt mal draußen, weil wir da sowieso einziehen, weil es keine Prozentbeschränkungen mehr gibt. Und jetzt zu dem, was ich konkret versucht habe. Und ich bin ganz überrascht eigentlich, wir haben jetzt gerade diesen Koalitionsvertrag bekommen, der wunderschön zu lesen ist. Also ein Hürriger, Robert Habeck, hat da offensichtlich mitgeschrieben. Wunderschöne, spannende Formulierungen, dann gibt es einen genauso langen Anfang von 62 Seiten, die aus den Arbeitsgruppen kommen. Und ich habe jetzt einfach hier an Europa gebeten, habt ihr Zeit, wenn wir mal rüber gucken. Also die Parteistruktur auf Bundesebene und aber auch unsere Arbeitsgruppen in Schleswig-Holstein zum Bereich Umwelt, Landwirtschaft. Und sie haben erstaunlich schnell Ergebnisse in dieser Arbeit. Also an Europa hat eine Rückmeldung gegeben. Und mit der AG Landwirtschaft treffen wir uns per Mandel. Also es geht relativ schnell.
Und ich denke, dass wir nachher da, wo Abgeordnete sich treffen mit den Themenüberschneidungen, dass wir da vielleicht sehr konkrete Absprachen treffen können, wie es geht, ohne irgendwie Lagesprechenden. Für uns ist es natürlich schwierig, die Basis im Flächenland immer wieder zusammenzuholen. Wir machen rotierende Fraktionssitzungen, das haben wir uns so vorgenommen, also dass wir alle sechs genau in die Regionen fahren und öffentliche Fraktionssitzungen machen, wo unsere Struktur schwach ist. Und versuchen so sowohl die Basis im Landesverband einzubeziehen und unsere Transparenz auch wirklich nachvollziehbar zu machen. Da sind die Probleme, und vielleicht kann ich nachher noch was sagen. Wir streamen alles, egal wie lange wir auf uns treffen. Das heißt, es entsteht ein riesen Datenflut, die wir so zusammenbringen müssen, dass jemand, der bis abends arbeitet und sagt, ich will mal gerade hören, was die Fraktion gemacht hat, der kann sich in sechs Stunden die Aufzeichnung anhören. Wo wir jetzt versuchen, das transparenter zu machen und zusammenzufassen, ohne dass Informationen unter den Tisch fallen. So weit erstmal. Ja, gerne geben wir das noch. Ja, ich wollte nur sagen, weil das ja vorhin angesprochen worden ist, ich habe mal den Link zu diesem Antrag jetzt in Zeile 111 von diesem Pad kopiert. Da gibt es dann einen Link zu unserem Wertmann-System, da kann bestimmt der Alexander Morgan mit seinem Test oder was anderes zu sagen. Nur mal so als Beispiel, wie das aussehen könnte, das ist jetzt einfach nur eine ganz, ne, haben wir gesagt, Richtlinie für das Stellen von inhaltlichen Anträgen, wo es halt einfach darum geht, dass wir uns nochmal als Abgeordnete verpflichten, das vorher ins Liquid Feedback zu packen und wenn man nicht Liquid Feedback benutzt, uns einfach begründet. Ne? Also es gibt natürlich Situationen, wo wir hier auch Entscheidungen treffen müssen als Fraktion, wo wir jetzt nicht sagen, okay, jetzt stimmen wir hier noch zwei Wochen irgendwas ab, aber dass man das halt zum Normalfall werden lässt. Und ja, ich persönlich, wenn ihr jetzt das oder Angelika, wenn du das so beschreibst, mit dem, okay, ich kann das in den Flächenländern hin, so ein Programm, wie wirklich, da gibt es natürlich gerade auch in den Flächenländern eine ziemlich große Chance, sich schnell mit möglichst vielen Parteien, die dann da abzusprechen. Gut, ich habe auf der Liste den Herr Hildor, mich, den Martin Elius, als Vorname für die Küche. Gut, also wir haben im Landesverband kein Feedback am Laufen. Beziehungsweise wir haben eine relativ alte Installation, die aber nicht richtig gepflegt wurde, wo sie wieder keine Zugänge haben. Versuchen wir jetzt aktuell über den Landesverband Liquid Feedback wieder aktiv zu schalten, haben aber mit einem gewissen Gegenwind auch aus dem Landesverband zu kämpfen, also eine relativ kleine, aber sehr laute Gruppe, die prinzipiell gegen Liquid Feedback ist. Die CDU hat auch keins. Ich sag, die CDU hat auch keins. Kann man mal die Grünen auch einladen? Ja, ich sag mal, das macht jetzt die unkonstruktive Diskussionen bei uns nicht konstruktiver. Wie dem auch sei, was wir jetzt momentan müssen mit dem arbeiten, was wir haben, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben in der letzten Plenumssitzung viele Anträge der Regierung an die Ausschüsse verwiesen und haben entsprechend jetzt diese Gesetzesvorschläge, haben uns drei Stück rausgesucht, wovon eins besonders umstritten war, das ist die Erhöhung der Abgeordnetenbezüge. Haben auch Power bekommen, natürlich schon in der Basis, weil wir teilweise dafür gestimmt haben. Ist auch schwierig, über so ein Thema zu diskutieren. Auf jeden Fall, was wir jetzt gemacht haben, ist diese drei Gesetzesvorlagen, also einmal Abgeordnetenbezüge, einmal Beamtenbezüge und einmal Annahme des Glücksspielstaatsvertrags oder nicht, jemals als eigenes Thread auf unsere Mailingliste zu kippen. Wir versuchen dann die Diskussion dort mit dem entsprechend zuständigen Abgeordneten am Leben zu halten und wollen jetzt am Ende von so einer Zwei-Wochen-Periode dann noch eine Line-Survey-Umfrage an alle Mitglieder im Landesverband machen, die dann dieselben Möglichkeiten haben, abzustimmen wie wir im Parlament, also entweder dafür, dagegen oder enthalten. Ist momentan das Experiment noch offen. Die Diskussion hat zumindest zuerst relativ konstruktiv gestartet, ist dann stark abgeklitten, wie man es von Mailinglisten so kennt. Und ich bin mal gespannt, was im Endeffekt dabei rauskommt. Aber ich glaube, das ist mein Experiment, wenn man halt keine Möglichkeit hat, Liquid Feedback einzusetzen. Gut, dann nehme ich kurz auf.
Liste. Ich möchte das, was Andreas vorhin erwähnt hat, mit dieser Liquid Ini, gesagt nochmal sehr bekräftigen mit den direkten Treffen alle 3 Monate. Ich erinnere mich an den Landesparteitag hier in Berlin, den letzten, wo eine relativ angespannte Atmosphäre war zwischen einigen Mitgliedern und mit Projektionen, mit Vorbehalten, Erwartungen, Rumgeknirsche zwischen den Zähnen, irgendwie Unzufriedenheiten. Es war eine relativ für mich unangenehme Atmosphäre, wo auch auf beiden Seiten, sowohl bei Fraktionsangehörigen als auch bei Mitgliedern der Partei, irgendwie eher ein enge Gefühl, würde ich mal sagen, da war so in der Kommunikation. Und wir hatten dann irgendwann auf dem Parteitag den Programm und Aussprache. Der dauerte, ich glaube, 90 Minuten oder was. So fühlt sich das in Erinnerung an. Und es waren plötzlich nicht mehr Projektionen und Erwartungen und Vorstellungen, sondern Menschen, die mit Menschen wieder geredet haben, auf Augenhöhe. Und plötzlich war irgendwie klar, das sind Piraten wie du und ich, auch für neue Mitglieder, die vielleicht neu dazugekommen sind, erstmal so nach oben gucken und ziehen, wurde das Menschliche wieder klar. Man hat verstanden, warum manche Dinge vielleicht nicht so liefen, wie man die sich so mit der Vorstellung, wie das wirklich alles laufen müsste, laufen muss. Und ich hatte das Gefühl, dass sehr viele im Raum sich danach gedacht haben, boah, das brauchen wir auf jeden Fall bald wieder. Ich habe das Gefühl, ihr wisst es ja alle, Real-Life-Treffen ermöglichen dann auch die Kommunikation wieder elektronisch besser. Es ist ganz, ganz wichtig, diese Anbindung an die Partei nicht als technischen Prozess allein zu verstehen, sondern ganz dringend als sozialen und auch als Vertrauensprozess. Und wenn immer das möglich ist, das auch mit echten Treffen vor Ort zu machen, ganz egal wie viele Leute da kommen können, glaube ich, ist das sehr hilfreich. So habe ich es zumindest als Mitglied der Basis erlebt. Jetzt Martin Lelius, alles Moram für die König. Ja, danke, Jan, du hast völlig recht, das war auch mein Eindruck. In der Frage nach Mitgliederverbänden bzw. innerhalb der Arbeitsgruppen. Ich glaube, die Flächenländer haben am Ende gar nicht die Möglichkeit, wie Berlin, Bremen oder Hamburg, keine strukturierten Mitgliederverbände zu haben. Das heißt, du müsstest vielleicht ein Diskurs oder Kaufhaus nennen, sowieso für die Möglichkeit zu tun, das zu tun, an bestimmten Größe. Fände ich auch ganz gut. Also, ich glaube, dass er nicht zu viel Overhead produziert und zu wenige Mitglieder sind. Vorstand, das ist schon mal schlecht. Inhaltliche Arbeitsgruppen, da wollte ich noch ein bisschen aus Berlin aus der Erfahrung berichten. Es haben sich nach der Wahl ganz viele auch aktive inhaltliche Arbeitsgruppen gebildet. Auch viele neue Mitglieder, die dazugekommen sind, die gesagt haben: Oh, jetzt machen wir mal Haushalt, jetzt machen wir mal Ernst, jetzt machen wir mal Behindertenpolitik und Sozialpolitik und waren ganz aktiv. Das ist auch zu großen Teilen immer noch so, meines Eindrucks nach. Allerdings müssen da auch als Mandatsträger aufpassen, dass wir uns mit denen beschäftigen. Bei mir war das jetzt schwierig, weil gerade unser Bildungsvorstand mal einen Donnerstagtag hat, bis vor kurzem, das ist halt Plenar- oder Bildungsausschusstag, die waren jetzt in der einen oder anderen Woche, da kann ich dann halt nicht. Aber es gab andere Sports, die gesagt haben, naja, die motiviert uns schon ein bisschen, nicht regelmäßig den Abgeordneten zu sehen. Das heißt, ich hoffe, dass sie da auftaucht, dass die ältere Arbeit am Laufen. Und wir können halt einfach konkretes Feedback aus dem Parlament bieten und das ist ja dann für so eine Parteiarbeit total wichtig. Ja, und es funktioniert auch im Real-Life besser als auf elektronische Vermählung, wenn das so dann kam Patrick die Frage, ob das, was ich vorhin gesagt habe, mit der Angestellten für Kommunikation und Kooperation eigentlich geht, weil man ja Parteienfinanzierung sollte, das geht. Alle Fraktionen haben die Aufgabe, inhaltliche Arbeit, Bildungsbildung im Parlament, Parlamentsbetrieb zu unterstützen. Und es erleichtert es zu argumentieren, dass die Vernetzung mit der Partei und mit den Parteiarbeitsgruppen in einer Person, in einer konkreten halt der inhaltlichen Bildungsbildung im Parlament dient. Das heißt, dass unsere Argumentation auch im Rechnungshof, wenn ich da Gedanken mache, zu einer Stelle geht, dass sie mit kein Problem drin. Dann fand ich auch schön, an die gerade angesprochen, Dokumentations- und Fraktionsarbeit. Die Erfahrung haben wir auch gemacht. So wie, ne, eben kleine Songcloud-Mitschnitte, die sind zwar sehr cool, weil wenn man den Kapitel genauer, sekundengenauer reinpacken kann, das wird es verliebt, das war auch mal machen, hilft das schon. Aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass es notwendig ist, Protokolle, die Live-Protokolle aufzuarbeiten, auch ein Schlussprotokoll daraus zu machen, damit man sieht, was eigentlich genau beschlossen wird, wenn man nicht den ganzen Text durchgehen will. Da helfen uns die Mitarbeiter bzw. die machen das. Und
das Vernetzen von verschiedenen Medien am besten an einem zentralen Punkt, das ist glaube ich auch noch ein Thema der Aufarbeitung dieser ganzen Informationsstudien. Also was bei uns geplant ist, mein Favorit hat mich bisher fasziniert, es war sehr viel zu tun, ist ein Podcast, der genau das tut, wöchentlich, montags früh, der die Woche beleuchtet, die letzte Woche beleuchtet und erhalten in den Show Notes und mit persönlichen Statements diese ganzen Informationen halt aufarbeitet und zusammenfasst. Könnte ich auch empfehlen, weil es sehr einfach ist, das eben mit Schulen zu machen und dazu mit Textdokumenten im Vortrag zu tun, wer das dann im Hinterlegt. Und dann, was wir anders gesagt haben, Erwartungen und Gefühle, Distanz, ich glaube, da müssen wir alle drauf hinarbeiten. Christoph hat jetzt mit seiner Beziehung des Auer auf Lauer Podcast das Thema auch aufgegriffen, empfehle ich euch da reinzuhören. Was der Gerhard hat erzählt hat, kann ich jetzt mal so widerlegen, dass es teilweise auch in der Mitgliederversammlung auch so war, dass die neuen Mitglieder zu meinem Gerhard gekommen sind und gesagt haben: Was? Du kennst alle Abgeordneten persönlich? Und das ist etwas, das ist eine Entwicklung, die ist natürlich sehr schade. Und da müssen wir, glaube ich, alle darauf hinarbeiten, dass das nicht passiert und dass sich sowas nicht verstärkt, weil innerhalb eines halben Jahres und zwar anderthalbfach als Partei im Bundesgebiet und gerade in den Ländern, wo beide waren, sicherlich proportional mehr Mitglieder gehabt. Das heißt, es sind viele Leute, die sich ja noch nicht aus der Parteiarbeit der letzten Jahre kennen. Und da muss man wahrscheinlich ein bisschen durch die Gegend reisen. Dankeschön. Wie ihr über meinem Kopf seht, haben wir übrigens inzwischen eine Verbindung zwischen der Sendebox und dem Beamer. Das war ein magischer Schalter, da war eine 1 und eine 0. Wenn jemand mal probieren mag mit dem VGA-Kabel, jemand, der in der Lage wäre, da was Sinnvolles hinzuwerfen, fühlt euch frei, welches Kabel zu nehmen. Wir können das hier nicht mit dem Rechner. Ich habe jetzt den Alex Morla und dann noch den Uli. Ja, ich wollte mich da relativ kurz halten, Angelika. Wir haben da ein Softwareprojekt, da machen wir das demnächst als Open Source Projekt released wird, was das mit diesen endlosen Videostreams löst. Das werden wir wahrscheinlich mal unter Tools behandeln. Und wie gesagt, ihr habt eigentlich viele Instanz. Wir haben die Instanz noch also. Ihr habt eine Instanz, auf der Liquid Feedback Server, das Landserver zu den Mitgliedern. Ja, wir haben aber keine Mitgliederdaten eingepflegt. Ja, das war auch klar. Gut, ich könnte, also ein Wort dazu, wir haben uns auch ein bisschen selbst ins Bein geschossen. Wir haben nämlich eine recht komplexe Regelung vor Jahren dann getroffen, wie denn die Mitgliederdaten da reinkommen sollen, die Diskriminierung stellen und allem. Und wir kämpfen jetzt momentan. Uli. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne nochmal was zu meinem persönlichen Empfinden sagen, wie das im Moment mit der Kommunikation, ich sag mal mit der Basis und dem Bürger läuft. Ich bin jetzt vor etwas über einem Monat gewählt worden. Ich saufe im Moment ab in Anfragen von NGOs und Versicherungen, die irgendwas von mir wollen oder mich einladen. Das ist interessantes Game. Ich bitte? Ja, Versicherungen auch, genau. Die wollen auch Geld von mir. Das Interessante ist, dass diese Organisationen einen vorher nicht mit dem Arsch angeguckt haben. Das war zumindest mein Eindruck. Und plötzlich, bin ich irgendwie der Veranstalter. Von Bürgern habe ich noch praktisch keine Anfrage bekommen. Und ich habe wahrgenommen, dass der Kieler Landtag, da traut sich kein Bürger und kein Basispirat rein, wenn man die nicht an die Hand nimmt. Das finde ich sehr schade, weil ich würde gerne unsere Fraktionsräume auch ein bisschen als Begegnungspunkt haben, damit man mit den Leuten interagieren kann. Ich möchte nicht im Elfenbeinturm sitzen, weit weg von der Basis und dem Bürger. So, wir haben das Problem, Schleswig-Holstein ist ein Flächenland. Schleswig-Holstein ist sehr schön, es ist sehr schön, dass es groß und grün ist und so weiter. Allerdings sind die Wege auch ein bisschen weiter und es gibt keinen BVG, mit dem man irgendwie in einer Stunde von A nach B weiter kommt. Wir versuchen das im Moment so zu kanalisieren, dass wir die Stammtische abfahren. Also die Fraktionsmitglieder fahren regelmäßig auf diverse Stammtische.
Ich habe neulich mit Erschrecken festgestellt, ich glaube 24 waren es bei der letzten Zählung. Das wird langsam echt schwierig, die alle abzudecken. Die Rückmeldung, wenn man zu den Stammtisch kommt, ist aber toll. Die Leute freuen sich im Keks, dass man da ist und dass man sich nicht im allgemeinen Raum verstanden ist. So, jetzt wurde hier gerade mit Feedback als die Lösung aller Probleme von mehreren Seiten angepriesen. Ich sehe das durchaus kritisch. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Segen oder ein Fluch ist. Das unabhängige Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein bei uns in Schleswig-Holstein. Die haben eine sehr kritische Sicht auf Datenschutzsachen und die sind auch relativ kritisch zu Liquid Feedback. Wir haben jetzt einen Dialog in der Sache aufgenommen und werden uns mit denen zusammen evaluieren, ob da Datenschutzprobleme sind, wenn ja welche und wie man diese beseitigen kann. Als Krücke benutzen wir im Moment Landsurvey, um beispielsweise über den Koalitionsvertrag abstimmen zu lassen. Und sinnvoll wäre es wahrscheinlich als ein fernes Ziel, wenn wir der Meinung sind, dass Liquid Feedback eine gute Idee ist, das Ding auch beispielsweise mit einem Gütesiegel für Datenschutz zu adeln. Einfach damit diese ständige Kritik dann auch einfach mal ausgeschaltet werden kann an der Stelle, dass das Ganze irgendwie ein Datenschutzgau wäre. Das wäre mir auch sehr wichtig, weil verstehe mich nicht falsch, ich bin nicht grundsätzlich gegen Liquid Feedback, aber ich finde, wir müssen es einmal systematisch durchprüfen und ich habe bis jetzt den subjektiven Eindruck, dass das noch nicht geschehen ist. Ich möchte das jetzt ja auch gar nicht diskutieren, das können wir gerne wieder daran nochmal machen. Und lass mich doch mal ausreden, Christopher. Und ich habe die Klasse leider nicht dabei. So, zum Thema datenschutzkonforme Tools, beispielsweise SoundCloud ist durchaus ein Problem, weil jeder Mensch, der auf SoundCloud zugreift, dessen Daten werden auch gleichzeitig an Quadcast, Facebook, Google und irgendeine Firma namens AT-Internet übermittelt. Und ich keine Ahnung habe, wo die Daten hingehen. Ich finde, wir als Piraten sollten da einen etwas höheren Anspruch haben als, ich sag mal, die Allgemeinheit, was der Einsatz unserer Tools angeht. Und vorher prüfen, ob wir die Daten der Leute, die darauf zugreifen, irgendwo in den Äther schmeißen und allen möglichen Datensammelfirmen in den Hals werfen. Oder ob wir da nicht möglicherweise einen Weg finden, wie es besser geht. Ich glaube, das Know-how ist da. Ich gestehe allerdings auch ein, wir sind alle noch im Aufbau, zumindest in Schleswig-Holstein. Es ist noch nicht alles perfekt. Und ich sage auch nicht, dass wir vom ersten Tag perfekt sein müssen, aber das Ziel muss sein, in diesen Bereich zu kommen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Es wird jetzt engagiert und hitziger. Ich dachte, die Redeliste sei schon durch. Ich habe sie jetzt aber wieder länger. Ich habe Grumpy Old Man, Martin Medius, Christopher Lauer, Pavel, Alexander Morland. Ja, hi. Bitteschön. Danke. Moin, ich bin der Grumpy. Und Punkt 1, du sagst ja selber im Prinzip, du wirst gerade mehr oder weniger geflutet mit Anfragen von irgendwelchen Firmenunternehmen. Die machen nichts anderes als das, was wir von den Bürgern eigentlich verlangen. In diesem Fall machen sie es professionell, weil sie Unternehmen sind. Du musst selber auch ganz schnell lernen, Dinge zu ignorieren und beiseite zu schieben, zumal sie nicht von eigentlichen Bürgern kommen, sondern nur Partikularinteressen sind. Und dann kannst du auch einfach mal drüber bügeln. Punkt 2 ist, Kritik gehört nicht sozusagen ausgeschaltet, wie du gerade gesagt hast, sondern auf Kritik müssen wir eingehen. Die dürfen wir nicht ignorieren. Und wenn die aus den eigenen Reihen kommen, kannst du nicht hingehen und vorspielen, wir hätten eventuell Datenschutzprobleme bei Liquid Feedback. Und dann zu sagen, wir benutzen Landsurvey. Also diese ganze Tool-Diskussion ist halt einfach voll für den Arsch, wenn du das so machst. Und von daher würde ich hier empfehlen, ganz einfach prinzipiell mit dem Themenbereich Open Source auseinanderzusetzen und Sachen wie Datenschutzbeauftragten des Landes einfach als Schutzschild herzunehmen, würde ich dir auch von abraten, weil in dem Fall die Basis ist die Runde, die halt die vielleicht noch Hinweise geben können. Dankeschön, Martin. Ja, keine Angst, jetzt kommt hier nicht irgendwie die breitseitige Wesentlichkeit. Erst das, was Grumpy gesagt hat, vielleicht ein bisschen weniger Politik. Da kam jetzt wieder Selbstbewertung, inwiefern er sich mit der UD auseinandersetzen möchte und die als Datenschutzmaßstab anziehen möchte. Ja, ich bin zuständig für euch, aber du sagst, die Atmung des Gütesiegels des Berliner, nicht des Berliner, sondern des Bundesgebiet Feedback ist geprüft worden von dem Bundesdatenschutzbeauftragten, ist für gut gefunden worden, das hat die Partei genehmigt. Ist das Berlin? Ja.
Okay, ja, warum heißt das denn Wolfgang Lien? Aber es gibt auf jeden Fall auch diese dynamische Prüfung von höchster Stelle schon. Dieses Schriftstück kannst du dir in der Bundesgeschäftsstelle oder der ersten Geschäftsstelle auch angucken. Von daher würde ich da mein Plädoyer anschließen. Danke, Martin. Jetzt habe ich das. Ja, da wurde im Wesentlichen das schon gesagt, nur im Sinne der Transparenz, so redest du als Mitarbeiter des unabhängigen Landeszentrums für Dynamischen Schleswig-Holstein deinen Arbeitgeber und seine Position auch vertrittst, das finde ich ja vollkommen in Ordnung. Es ist halt nur so, dass während des Betriebs jetzt von Liquid Feedback diese auch angekündigten Klagen bezüglich des Datenschutzes nie gekommen sind. Jetzt weiß man ja, wie das mit einmal Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärungen sind, denen man zustimmt, wenn man da so ein Verhältnis eingeht. Solange da kein Gericht oder Datenschutzbeauftragter in Deutschland das Gegenteil sagt, es gibt überhaupt gar kein System im Punkt Datenschutz und Liquid Feedback. Ich finde es immer schade, wenn es immer wieder so wiederholt wird. Ansonsten, wie gesagt, das ist ja auch gar kein Problem. Ich meine, die Piratenpartei hat den Anspruch, basisdemokratisch verfasst zu sein. Das finden wir alle gut. Wenn man sich zum Beispiel die Bundesabstimmung anschaut, gibt es eine Möglichkeit, auch zum Beispiel den Bundesvorstand rechtswirksam Einfluss zu nehmen. Das ist der Bundesparteitag. Dazwischen gibt es keine Möglichkeit. Damit reproduzieren wir genau dieselbe Situation, die wir im Bund und in den Ländern kritisieren, nämlich, dass man als Wähler nämlich nicht die Möglichkeit hat, zwischen zwei Legislaturperioden auch die Politik einzunehmen. Wir reproduzieren leider innerhalb der Partei immer die Situation, dass man selbst, egal mit was für einem Tool man da irgendwas abstimmt, ob das jetzt Rauchzeichen, Lime-Survey, Mumble, Mailinglisten, Liquid Feedback ist, die Entscheidungen haben keine Verbindlichkeit, man ist Bittsteller gegenüber entweder einer Fraktion oder einem Vorstandsgremium. Und mit diesem Widerspruch müssen wir umgehen. Und mit diesem Widerspruch müssen die Flächenländer, und wir merken ja selber, wie das jetzt in Berlin läuft, wo man ja sagt, ihr habt ja den Stadtvorteil und hier die Distanz zum Institut teilweise sehr groß wird, da will ich echt nicht wissen, wie kompliziert das in Flächenländern dann ist, wenn man da keine ordentliche Struktur hat, insbesondere nicht satzungsmäßig irgendwie verankert. Vor dem Hintergrund müssen wir uns dann auch sehr kritisch mit unserer eigenen Struktur auseinandersetzen. Und wir müssen dann auch im Zweifelsfall fragen, ich meine, wie gesagt, Liquid Feedback hat kein Problem mit dem Datenschutz, aber man muss dann natürlich auch fragen, wie wir zum Beispiel als politische Partei so ein Datenschutzgesetz anpacken können, um damit politische Partizipation über das Internet zu erleichtern. Weil wir können ja jetzt nicht sagen, hier, schau her, das ist die neue Welt des Internets, und dann sagen wir, gut, das ist ein Datenschutzgesetz. Nimmt zur Grundlage, dass irgendwie drei Großrechner miteinander verfügt werden und dann die Hölle losbricht, das ist auch nicht mehr Zeit. Also da bin ich ein bisschen auch dann zur Deeskalation und da können wir ja bestimmt nochmal drüber reden, wenn wir mal diese Sache mit den Tools sind. Genau, das ist auch nochmal ein Punkt. Tools bestelle ich noch nicht auf der Liste, denn Andreas weist mich darauf hin, dass relativ wenig und spärlich protokolliert wird. Jetzt ist die Frage, doch jemand auch entweder aus unserem Kreis oder von den werten Zuhörern, Zuschauern, Teilnehmenden von der Seite des Raumes dort bitten. Zwei oder drei Leute oder eine Person wechseln oder aus dem Stream jemand, der protokollieren würde. Ich lasse mal einen Redebeitrag Zeit zum Nachdenken und schauen, ob sich danach jemand meldet, der das übernehmen möchte. Gut, ich denke, wir sollten hier jetzt nicht auch noch stellvertretend wieder die Liquid-Debatte führen wollte, nur einwerfen, dass weil ich auch seinerzeit bei den Gesprächen mit dem Berliner Beauftragten, Landesbeauftragten für Datenschutz, der auch für das Bundesliquid zuständig ist, aufgrund des Sitzes der Partei dabei war, würde ich noch gerne darauf hinweisen, dass auch im aktuell, also vor kurzem erschienenen
Bericht des Landesdatenschutzbeauftragten auf zwei Seiten über den mit Feedback und die Einschätzung dort zu finden sind, die auch ganz gut das betreffen und wiedergeben. Und da kann dann auch jeder nachlesen, wie der für uns zuständige Landesdatenschutzbeauftragte das aktuelle Touristikbild einschätzt. Vielen Dank. Jetzt an Sandra Müller. Ja, ich habe mich hier getroffen, um voneinander zu lernen und miteinander Dinge zu tun. Ich finde es für einen konstruktiven Ansatz. Herr König, diese Polemik zu unterlassen, dem Herrn Bauer zu erklären, dass er Kresse halten kann, hilft nicht, die Stimmung in dieser Sitzung zu verbessern. Auch das suffisante Grinsen hilft nicht. Ihre Attacken von pragmatischen Lösungsansätzen wie Soundcloud sind zwar datenschutztechnisch korrekt, aber mit Software-Perfektionismus, die einfassenden Perfektionismus von mir nicht weiter daran, dass der Landesverband schließlich vollständig ein Kalendersystem betrieben hat und kein Software funktioniert hat, dann hätte man auch einfach den Kalender des Landesverbandes Bayern oder auch einfach Google benutzen können, dann hätte man nämlich einen Kalender gehabt. Wir müssen nicht sagen, dass wir bitte nicht mal etwas in den polemischen Untersuchungen. Wir haben hier immer den Spagat zwischen dem nördischen Perfektionismus und dem, was die Menschen da draußen tun, wenn sie körperlich komplett und ohne das nötige Bewusstsein erlangen. Nur wenn wir den totalen Perfektionismus pflegen, dann kommen wir einfach nicht voran. Was das Datenschutzthema betrifft, müssen wir ganz klar unterscheiden zwischen dem, was wir innerparteilich machen und dem, was wir außerhalb der Partei machen. Wir haben da einen sehr breiten politischen Handlungsspielraum. Das ist vielen Leuten so klar. So, wir können als Partei Dinge machen, die auf den ersten Blick absurd wirken. Sowas wie quotierte Rednerlisten. Ja, wie jeder Pirat sagt, das ist doch verfassungswidrig. Haben die Grünen gemacht, wurde angefochten, ist durchgekommen. Unser Handlungsspielraum ist enorm. Und wenn wir beschließen, dass wir den Mitgliedern dieser Partei die Möglichkeit geben, mitzumachen, dann geht das. Und das liegt daran, dass wir als Organ der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, als Mittel der Willensbildung, da sehr viel Freiheit haben, was unsere interne Organisation betrifft. Das führt zu absurden Geschichten, die man bei den Waldparteien sieht. Das führt zu absurden Geschichten, die man bei den Grünen sieht. Und es kann auch so zu absurden Geschichten führen, dass tatsächlich die Mitglieder der Parteien verbindlich Einfluss nehmen können zwischen den Parteitagen. Ich denke, damit ist es hier, glaube ich, auch erledigt. Ich denke, wir sollten das Länder noch die Tool-Diskussion verschieben. Ja, es ist ja ganz schön, dass du auch nochmal erwähnt hast, aber nochmal, wir sind ja gerade bei dem Punkt, wie kann regelmäßiger, konstruktiver Austausch mit der Partei organisiert werden. Nur nochmal für den Hinterkopf. Ich habe als nächstes jetzt den Alexander Spieß, Simon Weiß und Uli König und würde gerne auch noch vor der Mittagspause zum nächsten Thema kommen. Das wäre dann kurzer Bericht der wichtigen Learnings aus Berlin, beziehungsweise die Cluster und die thematische oder Cluster mehr außen, die thematische Abspannung der Schülerinnen. Jetzt ist Alexander Spieß gekommen. Ja, also wir wollten die Zeit vielleicht besser nutzen, als solche Informationen führen, die ja lange schon geführt werden. Sind klar, wir brauchen für die Verfahren mit der Partei auch das Internet. Ich denke, das ist Konsens, dass wir auch das Internet einsetzen wollen, um den Parteimitgliedern die Möglichkeit zu geben, sich einzubringen. Und dafür muss es dann eben Angebote geben, auch von der Fraktion. Das heißt, es gibt da eben die Ringschuld der Fraktion, über ihre Arbeit zu informieren. Regelleitung ist sehr wichtig, aber eben auch ein Rückkanal für das Internet zu bieten, wo man dann eben auch Entscheidungen der Fraktionen richtig beeinflusst. Ja, vielen Dank. Jetzt kommt zum Beispiel an der Nachricht. Ich muss auch eingehen, dass das Aspekt mit dem Lobbying angeht. Und zwar, also, weil du ja gesagt hast, dass Kinder jetzt viele Anfragen und so weiter von Leuten, die sich freuen, sich da gehalten haben. Es ist natürlich legitim, wenn man mit einer Erfolgsvertreter ist, dann ist es eine Alarmsituation. Aber was mir ein bisschen, also
wo man dann auch noch aufpassen muss, eben, dass man sich da nicht, wir uns ja jetzt nicht irgendwie pauschal zu verhalten, im Sinne von, das ist ja alles schlecht und die wollen ja alle etwas Böses von uns, sondern es ist ja eine legitime gesellschaftliche Aufgabe, sich mit solchen Anliegen erfolgreicher zu werden, wenn sie erstmal vergeben. Also, gut, ich denke, das ist eigentlich auch mal klar. Wo man auch aufpassen muss, ist, dass man da nicht strukturell differenziert, wie man jetzt irgendwie inhaltlich oder anderweitig nachschiebt, aber wichtig halt auch, dass OED ist in der Situation erstmal ein Lobbyist, der ein politisches Anliegen hat. Da muss man natürlich den gleichen Anliegen machen. Vielen Dank. Also ich möchte das hier jetzt nicht alles auseinandernehmen, was mir gerade im Kopf geworfen wird, aber ich würde gerne Patrick Weyer das Wort von mir übertragen, das hätte mich irritiert. Ja, danke. Ich finde Liquid Feedback ist ein tolles Tool für die Vernetzung zur Basis und bin auch sehr dafür, das einzusetzen, aber es sollte datenschutzkonform und datenschutzfreundlich gemacht werden. Und da bin ich auch sehr dafür, nicht hinter einer Behörde zu verschanzen, sondern zu sagen, wir wollen bestimmte Datenschutzanforderungen eben eingehalten haben. Nicht, weil das jemand sagt, sondern weil wir das für richtig halten. Und das Datenschutzrecht einzuhalten, das bietet ja den äußeren Rahmen. Das heißt, wir können uns nur innerhalb des Datenschutzrechts bewegen. Es ist kein Perfektionismus, Dienste nicht einzusetzen, die illegal sind in Deutschland. Und was Willi angeht, er ist nicht Mitarbeiter des OED, sondern ehemaliger Mitarbeiter. Und unabhängig von der Mitarbeiterstellung sind auch andere derselben Meinung. Das OED sehe ich auch nicht als Lobbyisten, sondern es ist eine Aufsichtsbehörde, die quasi dafür zuständig ist, dass das Datenschutzrecht eingehalten wird. Ich glaube, wir werden dann zu einem guten Weg kommen, wie man das datenschutzkonform und letztendlich datenschutzfreundlich einsetzen kann, auch in Schleswig-Holstein. Vielen Dank. Ja, ich glaube noch von der Diskussion und der Frage, ob eine Landesbehörde auch ein politisches Interesse haben kann und als Lobby auch zu bekommen. Und zu dem, was Julia auch gesagt hat, ich kriege auch unglaublich viele Stellungnahmen und so. Ganz ehrlich, ich bin auch zwischen der Zypern gegangen, bestimmte Organisationen, wie zum Beispiel die Wikipedia Deutschland, gefordert, so aufzufordern, regelmäßig Stellungnahmen zu parlamentarischen Themen an alle Abgeordneten zu schicken, denn das tun wir bisher nicht. Das ist blöd. Also, ich würde unterstützen, was der Gramsci gesagt hat. Du musst filtern, wenn es nicht in deinem Themenbereich fällt, wenn du es weggeschmissen. Also, wenn es nicht auf Dauer nicht digital gibt, dann schmeißt du es auch weg. So. Dann stelle ich eine Frage, die ich jetzt gerne digital, was ich mir geschickt hatte, hochlasse, damit ich es verwenden kann. Und nicht als Scan, sondern als mindestens OCR bzw. Original digital. Wenn das nicht passiert, dann haben wir die für mich auch verloren. Dann hast du schon mal einen Großteil raus. Und dann geht es darum, okay, was machst du jetzt damit? Ich weiß, ich habe es mit dem Referenten abgesprochen, auf unserem Dokumentationssystem hochgeladen. Da sehen wir den Tag hier, das ist dieser Verband oder dieser Beirat oder dieser Ausschuss bei der Exekutive. Dann werden aber auch die Positionen, wenn man sie denn dann verwendet oder irgendwie gut und plausibel findet, zum Beispiel ins Wort oder in den Feedback einfließen bei irgendwelchen parlamentarischen Initiativen und dann eben auch das Originalargument verlinkt werden. So kriegst du auf jeden Fall Transparenz darüber, wo jetzt deine Ansprüche, deine Initiativen herkommen und kannst auch irgendwie diese Flut ein bisschen bewältigen. Das ist jetzt mal der Vorschlag. Vielen Dank, Nico. Ich wollte darum bitten, dass wir zu Tagesordnung zu kommen. Vielen Dank. Das war der letzte Frage zu diesem Thema. Ich würde dann noch. Wie war das in der Idee? Ich habe mal gesehen. Oh! Er scheint euch sehr gut zu verstehen, denn der andere, genau das Arsch, was der andere auch sagen will, das klingt sehr schön. Ich würde vorschlagen, wir haben jetzt zwei Themen mit jeweils 27 Meldungen. Zwar einmal diesen Bericht aus Berlin und einmal die thematische Absprache der verschiedenen Landesfraktionen. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt einfach noch den Bericht kurz aus Berlin. Und ja.
Frage erstmal, ob jemand anfangen möchte. Ansonsten dachte ich ein paar Worte. Ich würde jetzt aber gar nicht so viel dazu erzählen wollen, eigentlich, weil man das meiste, also ich sehe keine Wortmeldung. Ich hoffe, ich übersehe jetzt niemanden. Weil das meiste natürlich alle mitbekommen haben. Also wir hatten natürlich letztes Jahr die Situation, hatte ich vorhin schon ganz kurz erwähnt, dass wir eben sehr überraschend dann tatsächlich auch mit so vielen, also in allen Bezirken mit Fraktionen vertreten waren und dann eben auch ins Abgeordnetenhaus mit ja, genau den Leuten eingezogen sind, die auch auf der Liste standen. Das bringt uns natürlich auch im Gegensatz zu allen anderen Fraktionen in eine besondere Situation, dass wir eben nicht die Möglichkeit haben, jemanden nachrücken zu lassen. Also wenn bei uns jemand ausscheiden sollte innerhalb der 5 Jahre, was ja immer passieren kann, aus ganz unterschiedlichen Gründen, privat, beruflich, weil man wegzieht, was weiß ich, dann bleibt dieser Platz tatsächlich unbesetzt, genauso wie auch in den DVV-Fraktionen, wo es jetzt schon unbesetzte Plätze gibt. Ich glaube, in Friedrichshain-Kreuzberg sind es hier, in der Mitte sind es einer und dann gibt es noch irgendwo welche aufgrund von Doppelbewerbung. Ja, und was ist dann passiert? Ich meine, wir haben uns dann relativ schnell natürlich der eine noch schneller als der andere, oder es war eben erstmal eine unterschiedliche Geschwindigkeit auch wahrzunehmen, den, ja, den Eintauchen dann hier ins Abgeordnetenhaus und in das System. Und wie dann das alles so funktioniert, das war dann tatsächlich auch etwas, was man nicht als Zuschauer zum Beispiel von der Zuschauertribüne wirklich erleben kann. Also dass man irgendwie weiß, wie genau sind jetzt die parlamentarischen Abläufe. Das haben wir natürlich dann erst so richtig festgestellt. Ich meine, das wird bei euch allen anderen jetzt auch nicht anders sein. Also, da, glaube ich, ist auch der Transfer ein bisschen eingeschränkt, weil es natürlich überall auch ein bisschen anders abläuft. Also wir haben man da eben auch sehr genaue Regelungen teilweise, die etwas zu sein hat, was im Personengesetz steht, ist woanders dann anders. Ja, weiß ich nicht. Also am besten, ihr stellt nochmal konkrete Fragen, damit ich ja nicht irgendwas erzähle, was ihr eh schon wisst, weil das, was ich jetzt eben gesagt habe, ja, ist eben nicht wirklich was Neues. Der Martin guckt so, als ob er sich gemeldet hätte. Das sehe ich auch hier. Und danach der Pavel und der Christoph. Ich habe hier noch aufmerksam gelauscht. Ich wollte jetzt gar nichts sagen. Okay, dann habe ich mich ja auch verguckt. Was ist das? Ich habe bestellt auch mal einen Achso! Gut. Habe oder Achso? Ja, vielleicht nochmal für mich, was so wichtige, unerwartete Learnings, Erkenntnisse waren über halt meine parlamentarische Abläufe. Also erstmal eine erstaunliche Sache war, ich dachte, na gut, Parlament ist irgendwie Legislative, da werden irgendwie Gesetze gemacht, tatsächlich, aber es ist gesehen die absolute Ausnahme. Auch in den anderen, also in den anderen Fraktionen gibt es weitgehend gar nicht die Kapazitäten oder den Sachverstand, um Gesetze zu schreiben. Das meiste kommt halt aus den Gründen aus der Verwaltung, und wenn man sieht, welche Gesetze teilweise oder Gesetzesänderungen ihren Ursprung in den anderen Fraktionen haben, dann muss man einmal sagen, das ist vielleicht auch besser so. Also das war sozusagen eine sehr erstaunliche Erkenntnis. Christoph hat ja auch schon mal mehrfach in den Reden thematisiert hat. Das zweite ist, eine zweite Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wenn irgendein Thema erstmal in einem Ausschuss landet oder als Anträge, dann ist es sehr häufig schon zu spät. Also zu spät in dem Sinne, um irgendwie noch ein konstruktives, gemeinsames Ergebnis hinzukriegen. Manchmal kommt es durchaus auch vor, aber tatsächlich ist das häufigste Muster, was ich erlebt habe, so ja, das Übliche, also im Ausschuss prügelt man auch aufeinander und jeder zieht dann weitgehend sein Ding durch, und wenn
irgendwas gemeinsam auf den Weg gebracht werden sollte, ist es vermutlich besser, sehr frühzeitig mit anderen Abgeordneten darüber mal zu reden und zu sortieren und die Chancen zu erhöhen, einen gemeinsamen Antrag durchzukriegen. Das ist interessant, aber selbst in Fällen, wo sich grundsätzlich alle Fraktionen eigentlich einig sind, prügelt man dann trotzdem aufeinander los. Das Zweite ist, was für mich auch nicht klar war, war, dass Anträge der Regierungsfraktionen in der Regel einen grundsätzlich anderen Weg nehmen als Anträge der Oppositionsfraktion, weil eigentlich auch die Anträge der Regierungsfraktion Gefahr laufen, beschlossen zu werden oder in der Regel beschlossen werden, nicht von der Opposition, in der Regel nicht. Deswegen ist halt der Weg, den so ein Antrag der Regierungsfraktion nimmt, je nachdem, also wenn er aus der Fraktion kommt, geht er hier in den Koalitionsausschuss nochmal, dreht noch eine Runde durch die Verwaltung, die dann ihren Segen dazu gibt und landet dann quasi im Parlament, während natürlich bei den Oppositionsanträgen diese Runde, also dieses, ich sag mal, Gütesiegel der Verwaltung natürlich nicht drunter ist, sondern auch eigentlich keine Möglichkeit hat, dieses einzuholen, obwohl wir da jetzt versuchen, halt ganz unübliche Dinge zu tun, weil also ich experimentiere so ein bisschen damit, wie es ist, sich einfach persönlich in Regierungsarbeit einzumischen. Das ist zwar unerhört, aber Bereitschaft scheint grundsätzlich da zu sein, weil sind halt alles auch nur Menschen und auf persönlicher Ebene funktioniert da deutlich mehr. Das ist natürlich dann alles die von uns so gehasste Integrationspolitik, aber das ist genau das, was ich eigentlich gerade im Moment ausprobiere, möglichst transparent. Tatsächlich im parlamentarischen Betrieb und dann auch der Austausch in den Ausschüssen nach meinem Empfinden sehr oberflächlich. Da wird oft nicht in die Tiefe gegangen. Und im Vergleich zu dem, was ich gewohnt bin, jetzt von Piratenveranstaltungen, wo immer viele Leute sind und jeder sich ein bisschen mit seiner Sprechzeit zurückhält, reden alle unglaublich lange in den Ausschüssen, schon mal eingeschult werden, das auch schon. Aber habe ja, wenn ich mir hinterher die Protokolle angucke und durchlese und sehe, okay, es ist jetzt von mir nur eine halbe Seite im Protokoll und von den nächsten wieder drei Seiten, über die ich die ganze Zeit auch auf die Fälle muss, dieses Thema länger reden, auch noch lernen. Also das ist vielleicht so, jetzt erstmal nicht so lange zu reden. Ja, eine Sache, die wir gelernt haben aus Sicht der Pressearbeit, ist mit Sicherheit, dass immer dann, wo man kein Thema als Fraktion irgendwie hat, irgendwie der Boulevard einkriegt. Ne? Also wenn man also nicht eine konkrete Initiative hat, auf die man verweisen kann, das ist, denke ich, eine Sache, da können wir vielleicht nachher noch drüber reden, wenn es interessiert. Die andere Sache, die kochen auch nur mit Wasser und lustigerweise kann man als Oppositionsfraktion dann auch einiges bewegen. Und okay, danke. Dann Patrick, dann haben wir einen. Es sind jetzt hier vier Fraktionen anwesend, die irgendwie jetzt im Laufe der Zeit schon Erfahrungen gesammelt haben, die sie dazu sammeln werden. Der verbundene Austausch, der hier stattfindet, hat nun trotz der Tatsache, dass der natürlich extrem wird, einen relativ exklusiven Charakter. Ich finde es an dieser Stelle ganz wichtig, dass wir aus den Erfahrungen, die in Berlin gemacht wurden und unseren Erfahrungen, die wir machen werden, einfach auch einen Wissenspool erstellen, der letztendlich auch der 5., der 6., der 7. und der 8. Fraktion, die in ein Landesverband, die in ein Landesparlament einzieht, die Möglichkeit geben, dieses
Wissen möglichst einfach abzuholen und eine Dokumentation, die das Zusammenschreiben der Erfahrungsberichte, die hier dann tatsächlich auch jetzt gerade ihren Weg finden, die muss an dieser Stelle auch in meinen Augen ganz dringend besprochen werden. Vielleicht ist es auch etwas, was im Rahmen der Tool-Diskussion dann nachher mit einer Idee versehen werden kann. Danke. Okay, danke. Dann Martin und danach ich und danach. Ja, also auch meine Erfahrung ist eher so auf Metaebene, weil die konkrete Gesetzeslage sich ja tatsächlich unterscheiden und die Abläufe ja ganz andere Parallelstory als wir. Aber wir können gerne auch mal keine Ahnung drüber reden. Grundsätzlich ist zu merken, das hat Alexander Hornhardt wirklich sehr schön ausgedrückt, dass bei uns ganz instinktiv die Arbeitsabläufe und die Absprachen der Fraktionen das anders als bei anderen Fraktionen. Alex hat gemeint, so in anderen Fraktionen müssen die fachpolitischen Sprecher erst den DGF fragen, was sie sagen sollen, dann fragt den DGF die fachpolitischen Sprecher, was sie sagen sollen. Das ist tatsächlich auch genau mein Anspruch und die Erfahrung, dass es sehr gut funktioniert, aber schon was anderes ist als bei den anderen Fraktionen. Dass gleichzeitig jetzt auch an die PGS gibt euch sehr viel interessante Einblicke in die Fraktion, weil ihr tatsächlich, um zu wissen, was so Linie ist, nicht zu den Fachpolitikern treffen müsst, sondern ziemlich gut darauf vertrauen könnt, was die Kollegen in anderen Fraktionen sagen. Aus meiner Erfahrung ist es eigentlich ein. Opposition oder Koalition oder so. Als Piraten haben wir im parlamentarischen Diskurs, in der Debatte, wenn wir es klug einstellen, viel mehr Möglichkeiten aus meiner Erfahrung als andere Oppositionsfraktionen oder Koalitionsfraktionen. Für uns gilt das Argument, das haben sie noch vor Jahren schon mal gefordert und dann in der Regierung nicht umgesetzt, zum Beispiel. Und wir haben auch keine Historie mit den, in den meisten Fällen, persönlicher Natur mit den Ausschussmitgliedern, mit den Sprechern. Das heißt, es lässt sich auf einer Ebene diskutieren, die eben nicht vorgelassen ist oder selten vorgelassen ist. Höchstens durch den öffentlichen Medien-Eindruck, den man von Piraten hat, von außen. Und das kann man ja meistens gut kann man dagegen arbeiten. Das wollte ich nur, weil ich irgendwie erst traurig da war. Es ist zum Beispiel auch so, dass die BVV-Fraktion oder BVV in Berlin regelmäßig Anträge von anderen Oppositionsfraktionen an die Piraten gegeben werden, damit die stellen, weil sie dann größere Chancen haben, auch angenommen zu werden. Weil man sich einsetzen tut. So, das ist meine Erfahrung. Ich hoffe, ihr macht dieselbe Erfahrung, das ist sehr schön. Dann habe ich noch aufgeschrieben, erst berechnen Sie dich, dann beschimpfen Sie dich und dann beschimpfen Sie dich nochmal. Damit hast du eigentlich schon gewonnen. Wir hatten auch gerade am Anfang dieses Teddybär-Syndrom, es ging genau so lange, bis wir über Ehrenfahrten und Steuerverkürzung geredet haben, was jedes langjährige Mitglied in diesem Haus der Schweißperlen auf die Stirn gedrückt hat, weil sie dann bestimmte Dinge einfach nicht gedacht haben. Es hat keine Rechtssicherheit gibt über Sachspenden und die Ehrenfahrten, welche Leistung auch im Bundestag nicht. Da wäre jetzt was zu ändern. Grundsätzlich ist dazu zu sagen, guckt, dass man euch auf Augenhöhe begegnet. Und da auch, das funktioniert ja ganz gut über die Hierarchie, die ihr habt, also Vorsitzende BGS oder Fraktionsgeschäftsführer ist, auch einmal darauf hinzuweisen, dass es eben nicht im Ausschuss bei einer Abstimmung und die Piraten heißt, sondern und die Mitglieder der Piratenfraktion. Ja, das ist jetzt sowas, das ist jetzt ein sprachlicher Aspekt, aber wie man euch gegenübertritt, ob das eher so, naja, sehr süß. Ja, ab und zu erzählt es mal Kaschbärner-Rede und ansonsten ist es eben witzig. Also da könnt ihr dagegen arbeiten, das habe ich auch in der Vergangenheit gemacht, das hilft dann auch, weil man merkt, okay, es gibt so eine Grenze. Ne? Also sehr, sehr wichtig lassen wir uns nicht. Und das ist auch ein Standpunkt als Newcomer ganz gut, weil das ist ja auch einfach schon gesagt worden, das Amateurhafte funktioniert halt nur einmal. Das könnt ihr nicht lange spielen. Das wird euch dann durchsetzen. So, dann
deutliche Erfahrung ist, extrem vieles ist Schauspiel. Also extrem viel, ob in Ausschüssen oder im Parlament oder irgendwelchen Reden, dürft ihr nicht ernst nehmen. Das ist Schauspiel. Wir hatten dieses Thema hier mit dem Ernst Busch, wo die Gelder gestrichen werden sollen. Vielleicht mal BDR, da ist dann irgendwie dieser massive Fail-Schiff, der Bürgermeister hat gesagt, das ist eine Chance für die Stadt. Ne? Und der meint, das ist nicht ernst. Das ist nur klar, dass er sagt, muss. Oder es stellt sich ein Vorkömmling aus der Regierungsfraktion hin und sagt, wir haben das schon, wir waren schon immer für den Ausbau der Ernst-Busch-Oberschule und wir lassen uns hier nicht vor, dass das gesamte Leben undemokratisch die in der Opposition ist, weil es gerade ein Zeitpunkt ist, wo gestreamt wird, wo RBB der Regierung Reife überträgt, weil es einfach diese Bilder gibt. Wir machen das. Ja, wir machen das. Ja, das müsst ihr euch dann auch gucken, ob ihr damit macht, ob ihr das benutzt. Erkenntnis dieses schauspielerischen Talentes passt manchmal ganz gut, um auch auf bestimmte Dinge hinzuwenden, wann er das tut. Meine Ansicht hat auch Wort gehört, zum Beispiel über die Wappenkultur und auch mit neuen Erkenntnissen, ist es extrem viel Schauspiel, wenn ihr im Hintergrund was lernen könnt, so weit, als wenn ihr die Gelegenheit habt, und ihr seht, ich würde dann den Ergebnis, das ist eigentlich gar nicht. Und wenn es jetzt nicht gerade um Betreuungsgeld oder VDS bei der CDU geht, dann kommt man mit vielen Sachen, wie ich gehe von gerade auf kommunaler Ebene eigentlich eher ran. Denn das ist auch manchmal ganz gut, wenn man der Koalition eben vorstellt lässt. Ja, wir haben den Erinnerungsantrag ein bisschen einbringen, weil es zu unserem Thema, aber ich spiele mich ja schon mal zu und vielleicht machen wir dann kleine Wörter und das dazu, die eigenen Sieben runtersetzen können. Dann kann man immer noch ein paar Zeilen ausgeben und beide Anträge verlinken und dann lässt sich das auch wieder kommen. Das funktioniert auch. Dann die Verwaltung ist der Freund. Das haben jetzt auch den Erwähnten schon erzählt. Hier irgendwie im Haus. Ich sage immer Hallo, sage immer guten Tag, egal wie scheiße genau sind diese Menschen, die erreichen das Arsch. Klar, das ist ein Job, und wo zum Großteil noch wesentlich mehr als das eigentliche Job ist. Und die machen es gerade für die Piraten sehr gern, weil nach irgendwie 10, 20 Jahren hier in dem Betrieb endlich mal frische Gesichter, die nicht irgendwie schon als Referenten drin war, angestellt waren oder Praktikanten oder was weiß ich, reinziehen. Und das muss man sich erhalten, das ist einfach so geil. Und das gilt auch im Übrigen für die Exekutivverwaltung. Wir haben öfter das Angebot gehabt, auch in den Ausschüssen von der Teilungsleitung, also das ist untergeschaltet, es kommt doch mal vorbei, setzen wir uns mal zusammen, die Fachpolitiker, die Themen, weil wir das nicht kennenlernen, da müsst ihr die sinnlosen kleinen Anfragen stellen, sondern wir gleich zu den wichtigen Themen kommen, weil dann haben wir also das kann man auch dokumentieren. Das hilft. Also da seid mutig mit dem einfach direkt mit dem Leuten zusammen. Dann noch im Anschluss an dieses Schauspiel-Ding. Im Ausschuss ist meine Erfahrung, war alles schon ewig gesagt, dass das mal alles aus, dass nicht nur Rahmen geredet wird, das mache ich auch, merkt ihr mal, sondern extrem gewaltverhafte Sprache. Also Polemiken, sich gegenseitig Spitzen zugaben, das behindert die konstruktive Arbeit im Ausschuss massiv. Ich muss fragen, wie man damit umgeht, es gibt sehr verschiedene Charaktere, ich mache das folgendermaßen, es gibt so einen Bildungsausschuss, der gibt und dann der Oppositionsführer, also die Grünen, und dann der Koalition mit zwei Charaktere, die sich mal die Bälle zu spielen, damit alle anderen Zugzwang bringen. Sich dann machen, also das geht dann auch besonders gut, zu sagen, naja, ich stelle mich dazu dazwischen und zu zeigen, hey, ich könnte das mit dem Kollegen auch, aber ich entscheide bewusst dagegen und koche dann so in den Redebeitrag das runter und bringe halt so ein paar Sachargumente und guckt, dass es dann den anderen, den meisten ein bisschen auch in den anderen Fraktionen, ruhiger sind, die Bälle zu spielen, weil die eigentlich eher so dann meistens die Fachpolitiker sind. Da gibt es auch so eine klare Hackordnung zwischen den Politikern und den Sachpolitikern, die freuen sich dann auch. Ne? Also, wenn man sich so neulich im Parlament sich jetzt ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen möchte, in der Regierungskoalition, ja, dann wird es ein Phasen, der dann im Ausschuss voll Dampf gibt, so weil die Presseballe da ist, dann freut er sich auch, wenn er Unterstützung von der Opposition.
also gegen irgendwie Boulevardzeugs. Wenn ihr Inhalte habt, dann redet auch direkt mit den Medien, die freuen sich wahnsinnig, wenn sie was haben. Die freuen sich wahnsinnig, wenn es irgendwie mal nicht um klassische Sprecher treten zurück und die Piraten sind alle unfähig und was weiß ich geht, sondern oder um die Frage, was wollen die Piraten eigentlich, weil es eigentlich auch keine Nachrichten mehr wert hat, sondern um konkrete parlamentarische Initiativen, das ist meine Erfahrung im Gebiet immer. Da freuen die sich. Das zu den Erfahrungsberichten. Ich hätte gerne abseits von der Tool-Diskussion, da muss ich mich auch disziplinieren, dann mehr zu schreiben, gerade irgendwie als PGF. Aber ich hätte ganz schön, wir haben alle Partei-Wiki-Accounts. Wenn wir das Partei-Wiki als solch als Wiki benutzen und Möglichkeiten erklären, die uns hier auch auftauchen, die man dann auch verlinken kann, das fände ich ganz schön, da zu gucken, wie Zeit ich so eine Pause habe, weil dann auch in dem Meta-Aspekt so haben es durch die ziemlich viel Aufschlag, der in meinem Vorschlag ist. Für großartig. Denkt ihr dran, sowas Konkretes dann auch festzuhalten, auch den Vorschlag von Patrick, fand ich ganz gut. Ich hatte, glaube ich, auch ganz gut, das zu notieren, aber dass wir sowas nicht vergessen, weil das auch immer sozusagen hier ein Punkt ist, wo Konkretes dann draus entstehen kann, dass man sozusagen schafft und dann benutzen und dann später noch weiter verfolgen kann. Ich würde mal das wieder verweist, wir haben kurzfristig irgendwie das Gefühl, wir haben jemand mit der. Wollen wir jemanden stimmen? Wollen wir irgendwie alle Viertelstunde jemanden zur Stimme erhalten? Kurz dazu. Wir haben eine unglaublich engagierte und freundliche Mitarbeiterin, die meckert gerade. Ich habe kein Pad, das hätte ich dauernd schreiben, Dokument, und wenn ich es nicht rüberpacken, wollte ich wieder. Also der Mitte hat da Erfahrung, die ist zufällig auch hier, die kriegt die Ausgangszeit für das Wochenende, was sie jetzt hier aufgefordert hat. Die hat bereit erklärt, dass sie die Frage, ob sie uns helfen kann, dabei jetzt auch in der Zeit zu dokumentieren. Ich weiß, gut, also nochmal zwei konkrete Sachen auch von mir. Was sich als für uns trotz allem sehr hilfreich erwiesen hat, ist, dass wir relativ bald auch nach der Wahl dann zusammen in Klausur gefahren sind und dort uns einfach, weil wir eine relativ große Gruppe waren, die in dieser Konstellation noch nicht so eng zusammengearbeitet hat, wie wir es jetzt tun, wir einfach die Gelegenheit hatten, uns auch persönlich kennenzulernen. Also das hilft, weil wir auch mal wieder mal gefragt werden, bringt das was und nutzt das was? Ja, das nutzt was, das hilft auf jeden Fall, sich mal da abseits auch vielleicht von dem Landtagsgebäude einfach Möglichkeiten zu schaffen, kennenzulernen. Was auch hilft, ist, danach zu sorgen, dass auch immer sozusagen abseits von der formal strukturierten Fraktionssitzung mit Protokoll, mit bestimmten Pflichten, Ritualen etc. Einen Austausch zu schaffen, also Ventile und Orte und Möglichkeiten zu schaffen, sich abseits davon auf persönlicher Ebene einfach auszutauschen. Auch mal ganz offen darüber zu sprechen, wie es einem vielleicht gerade geht, was irgendwie gerade schwierig ist und so weiter. Also das hilft, wenn man von anderen einfach weiß, auch vielleicht in was für eine Situation man sich da gerade befindet. Das waren zwei konkrete Sachen von mir und eines hatte ich schon gesagt, also ich fände es super, wenn wir es schaffen, hier immer mal wieder solche Ideen auch aufzugreifen und die dann sozusagen ja, weiter dazu in der Zukunft noch zu verfolgen und wo man auch Konkretes vielleicht hat, wie man auch zum Beispiel zu dem vorherigen Punkt, also wie kann man das schaffen, was uns da vielleicht besonders gut sich mit der Partei auszutauschen oder auch dann letztendlich die Möglichkeiten zu schaffen, inhaltlich voranzukommen und konstruktiv zu arbeiten. Ich persönlich zum Beispiel bin nachher auch nochmal interessiert, frage jetzt aber hier vielleicht auch nochmal, gibt es in anderen Ländern vielleicht auch Sportausschüsse oder auch Thema Sport beschäftigen, die würde ich mal bitten, wenn die anwesend sind, sich anzuheben, weil da sind ja die Piraten, da sind die Piraten ja, haben da noch keine dezidierten, profilierten Programme und
Und das ist natürlich auch von uns die Aufgabe, gerade in solchen, für die Piraten erstmal relativ unbeschränkten Gebieten der Politik noch lokalen Arbeit zu betreiben. Das macht natürlich auch besonders viel Spaß, weil da kann man sich erstmal alles schön ausdenken und dann eben auch machen. Also darauf freue ich mich eben auch. Allerdings sollte man auch immer im Hinterkopf behalten, dass es eben kein inhaltliches Treffen ist, sondern wie schaffen wir es, zum Beispiel Sport, zu inhaltlicher Arbeit zu kommen und eben dann auch bundesweit da vielleicht Positionen zu finden, die zu dem Piraten passen. Dann kommt als nächstes Michelle. Ja, zwei Sätze, die ich gerne aufgreifen wollte, als Mini-Erfahrungsbericht aus NRW, auch in der eigentlich über Berlin gerade reden. Das eine ist das mit der Augenhöhe. Da kann ich nur noch mal bekräftigen, die Verwaltung ist euer Freund. Und nicht nur die Verwaltung, sondern durchaus alle Angestellten des Landtags sind eure Freunde. Es hilft, bei uns in NRW, wir haben uns festgestellt, da gibt es also Listen mit unseren Gesichtern und unseren Namen. Ich bin nach zwei Tagen schon mit Namen begrüßt worden von so ziemlich jedem bis zur Putzfrau, die mich alle kennen und im Restaurant und was weiß ich nicht alles. Es hilft, wenn man so freundlich ist, zu versuchen, auch die Namen der Angestellten sich zu merken. Wenn man mit Namen so begrüßt, es gibt, glaube ich, nichts, was einen Menschen so sehr freut, wie wenn er seinen Namen hört. Also zumindest ist es so, dass der Pförtner an der Tiefgarage bei uns sich ein kleines Loch im Bauch freut, wenn man über den Namen hält. Dann zum Thema Dokumentation. Ich glaube, es ist nicht nur wichtig für folgende Fraktionen, sondern es ist auch durchaus wichtig für das Thema Zivilgarten, Kommunikation mit der Basis. Denn vieles, was die Basis im Moment macht, und das merkt man bei den Anfragen, die wir bekommen, ist tatsächlich, die wollen einfach wissen, was macht ihr da und wie läuft das und was ist euer täglich Brot, euer Tagesablauf. Das zu dokumentieren und einfach mal zu sagen, wo der Hase langläuft, ist so ein bisschen auch zufriedenstellen der Basis, die einfach mitbekommen möchte, wen sie letztes Mal gewählt hat und was der da genau für Aufgaben erfüllt. Und B natürlich auch für uns selber nochmal eine Dokumentation zu wissen, welche Wege bin ich eigentlich gegangen, um sich auch hinterher korrigieren zu können und auch dann Tipps weitergeben zu können, wie man es vielleicht auch nicht macht. Und da muss ich einfach sagen, wir lernen viele Dinge. Wir sollten jetzt nicht jeder für sich, jeder in seiner Gruppe sitzen und diese Dinge irgendwo analysieren und dokumentieren, sondern wir sollten auch solche Treffen, wie wir öfters machen, und im Laufe der Zeit diese Erfahrungen so zusammentragen. Jeder Landtag ist anders, aber jeder Landtag kann sich garantiert eine Scheibe von uns abschneiden, dass wir diese Scheibchen zumindest vorbereitet hinnehmen. Aber? Ja, noch ein paar Ergänzungen. Eine interessante Erfahrung, die ich gemacht habe, war, dadurch, dass wir neu sind wir auch in der Lage, ganz unbefangen dumme Fragen zu stellen, auch in Ausschüssen, das nimmt man uns nicht übel. Und die anderen, also viele in den anderen Fraktionen, freuen sich darüber, wenn diese Fragen dann beantwortet werden, weil sie nämlich auch nicht Bescheid wissen. Die auch neu sind, aber diese dummen Fragen nicht stellen dürfen, weil bei denen halt vorausgesetzt wird, dass sie irgendwie schon alles wissen oder das anderweitig in Erfahrung gebracht haben. Das heißt, das muss man auch bedenken, dass es sind auch aus den anderen Fraktionen teilweise viele neue Leute dabei, die auch nicht alles wissen, aber es im Gegensatz zu uns nicht zugeben dürfen. Das zweite nochmal, weil das mit der Verwaltung mal angesprochen hat, wir hatten, also da muss man auch sehr gut aufpassen und Fairness walten lassen an der Stelle, dass die sind halt auch sehr sensibel, wenn es so um öffentliche Kritik über ihre Arbeit geht. Und wenn man jetzt auch Angriffe führt, muss man halt auch sehr deutlich aufpassen, dass man halt jeweils den politisch Zuständigen und nicht jemanden aus der Verwaltung angreift. Also wenn
das kann halt, wenn man da nicht genau drauf achtet, kann das ganz schnell böses Blut geben. Dasselbe ist natürlich auch, wenn man also in die Kategorie Verwaltung fallen, natürlich auch die eigenen Mitarbeiter der Fraktion und die Mitarbeiter der anderen Fraktionen. Das heißt, auch als Abgeordneter übernimmt man die komplette Verantwortung für das gesamte Handeln der Mitarbeiter. Und wenn Fehler passieren, sind halt niemals die Mitarbeiter schuld, sondern immer nur der Abgeordnete. Das sollte man sich auch nochmal verinnerlichen. Das eben so ist. Und der Kampf oder die Auseinandersetzung findet halt sozusagen zwischen Politikern Politiker gegen Verwaltung an der Stelle. Dann, was auch noch ganz interessant war, jetzt im Bereich speziell Innenpolitik, Verfassungsschutz, hört es vielleicht auch noch im Allgemeinen. Interesse, da war natürlich auch erstmal die Angst da, um Gottes Willen, das ist mein persönlich auch gesagt, jetzt ist ein Pirat in unserer parlamentarischen Kontrollkommission, steht jetzt alles, was geheim ist, nächste Woche auf WikiLeaks. Das war so die Befürchtung, da gab es dann auch Krisenrunden erstmal im Innensenat, aber es ist dann letztlich alles gut gegangen und was vielleicht auch passieren wird, also jedenfalls bei uns war es so, dass wir dann auch eingeladen wurden, hier von der Präsidentin des Verfassungsschutzes dort einfach sich auszutauschen und mal zu regeln. Wir haben uns mit der Polizeipräsidentin mal zusammengesetzt, was dann auch sehr, sehr fruchtbare Ergebnisse gebracht hat, indem beispielsweise Abgeordneten dann am Ende die gleichen Beobachtungsbefugnisse eingeräumt wurden, die Journalisten, was halt tatsächlich auch interessanterweise der Fall war, dass Abgeordnete eigentlich, wenn man jetzt staatliches Handeln beobachtet, keine besonderen Befugnisse und weniger Rechte als die Presse. Und das haben wir zumindest auch durch dieses Gespräch, was geführt wurde, quasi als Zugeständnis dann erhalten. Auch Frau Meyer. Okay, vielen Dank, Fabian. Jetzt haben wir einen kurzen organisatorischen Hinweis. Der Edmund Stadler an den Weißen hängt, der kann auch ganz stehen. Wen? Für den Journalisten ganz wichtig, wenn Sie persönlich irgendjemand sprechen möchten, melden Sie das bitte an, weil eben manche von uns noch zur Demo sind. Damit wir das koordinieren kriegen, einfach kurz die Gespräche mit Bertolt mitteilen und dann kriegen wir das auch hin. Ansonsten verzögert sich ein Teil des Essens ein klein wenig, das heißt, wir machen so ungefähr 12:35 bis 12:40 ungefähr Pause. Wir haben jetzt aber auch nur noch Alexander Spieß auf der Liste, wenn das jetzt erinnern wäre, dann wird man auch klar. Ich wollte auch keinen langen Monolog machen, aber vor allen Dingen Ergänzungen. Also tatsächlich ist es so, dass man sich, wenn man vor allem von außen betrachtet, nicht so richtig vorstellen muss, tatsächlich, wenn man als Abgeordneter hier reinkommt. Also man bekommt natürlich unheimlich viele Anfragen, das wurde ja schon gesagt, aber es kommen durchaus auch Anfragen von Bürgern und man sollte jetzt nicht mit Leben setzen. Ich habe auch schon Anfragen von Bürgern der persönlichen Angelegenheiten bekommen. Es kommen teilweise die üblichen Fragen mit sehr wirren politischen Vorstellungen, da soll man jetzt was tun. Die Frage ist, wie man es verhandelt. Also man sollte auf jeden Fall, wenn persönliche Anfragen von Bürgern kommen, da immer von sich gut antworten. Die ganzen Einladungen oder die Verwendung sollte man eigentlich alle wegschmeißen. Diejenigen, die eben dann für die politische Arbeit wichtig sind. Kollegen in anderen, die arbeiten wirklich anders, als Piraten, die Kollegen in der Landtagsbibliothek, teilweise vor allem die jungen Kollegen, die also das erste Mal im Parlament sind. Es gibt zwar in anderen Fraktionen auch so Einführungsveranstaltungen, aber
werden ja auch dann mal irgendwie ganz nach hinten gesetzt. Das heißt, die haben ja dann auch so ein bisschen Fragen, wenn sie sich äußern wollen, müssen sie erstmal irgendwie so den Vorredner oder Vordenker fragen. Das heißt, sie haben sehr viel Bewegungsspielraum und ich habe das auch gerade von neuen Kollegen aus meiner Fraktion auch schon gehört, dass wir da von denen beleidigt werden. Das nächste ist eben das, was geredet wird. Das soll man nicht so ernst nehmen. Ich habe tatsächlich nicht erwartet, dass auch Fachpolitiker an der Fraktion wenig Ahnung haben. Oder gar keine Ahnung. Uns geht es umgekehrt, so wenn wir Fachpolitik machen, Abgeordnete, also wir können keiner alleine kann alles wissen, aber es ist eben durchaus wichtig, dass man ein Thema gut recherchiert und dafür haben wir ja dann auch Referenten eingestellt. Ja. Das heißt, diese Kommunikation, die, man sollte eben lernen, wie eben den Input von Referenten oder von Fachleuten zu holen. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass man auch den Input in der Partei hat. Also gerade in der Arbeit in der Partei sitzt man dann wirklich Leute, die sehr viel Ahnung haben von einem Thema und die wollte man auch befragen und diesen Input dann durchaus auch mit in die Debatte nehmen. Allerdings, wie an anderer Stelle schon gesagt, also so richtig bewegen in den Debatten kann man nicht, das ist sehr viel Schauspiel. Ich bin auch von einem Kollegen mal gefragt, nach einer Rede von meinem Kollegen Morner, ob das ein Schauspiel war oder nicht. Ich glaube, ich habe im Interesse von Alex versichert, dass Alex so ist und das nicht spielt. Ja. Aber das ist durchaus manchmal überraschend, die Diskussion, die man dann nebenbei führt. Anträge wird man wenig bewegen, aber das hat das. Habe vorhin gesagt, was wir gelernt haben, und das wollte ich auch machen, was ganz wichtig ist, wenn ihr wirklich etwas mehr haben wollt, als nur die Show einen eigenen Antrag zu stellen, dann redet frühzeitig mit den anderen Fraktionen, dann werdet ihr auch über die Bundesfraktion oder auch die Regierungsfraktion, was sie denn zu dem Thema halten, ob man da was gemeinsam machen könnte. Also, wenn der Antrag im Parlament eingebracht wird, dann weiß ich schon. Danke, Alexander. Michael. Ja, also von mir aus, ich möchte noch etwas ergänzen zu dem, was Paul gesagt hat. Auch im Saarland ist es so, dass wir das Thema Angebote, Hilfsangebote aus der Verwaltung und auch viele Hilfsangebote aus den Fraktionen bekommen haben. Wenn man dann allerdings wirklich dahinter schaut, dann ist es so, dass die Hilfsangebote der anderen Fraktionen oft erst Luft sind. Das heißt, wenn man dann wirklich konkret nachfragt, ist nichts dahinter. Wir haben seit wieder keine Zeit oder wenn die sich vergrößert. Oder das geht aus einem anderen Grund gerade, man nimmt allerdings die Hilfsangebote aus der Verwaltung, sind in der Regel wirklich sehr gut und die sollte man auch nutzen. Ich denke, gerade zum Einstieg ist es sehr gut, sich mit der Verwaltung wirklich gut zu vernetzen, zu schauen, wo hat man Leute, die einem helfen wollen, die einem auch helfen können, um Dinge wie stelle ich einen Antrag, was ist ein Änderungsantrag, wie geschieht das im Ausschuss und so weiter, ist eine wirklich gute Sache und das führt meiner Ansicht nach der ESDW erfolgreich. Also was mich an dieser Stelle nochmal interessieren würde, ist, wer da als ein Ausschussvorsitz in der Hand, mit dem ich gerne richtig aus dem Thema zum Erfahrungsaustausch treffen will. Ja, als Vorsitzender des Ausschusses für digitale Verwaltung, Datenschutz und Informationsfreiheit die Erfahrung gemacht, dass man die Geschäftsordnung, dass ich die Geschäftsordnung deutlich besser erkennen muss, als ich sie vorher kannte. Ich wurde dann von Benedikt Lux hart getrollt. Danach habe ich mir meinen Messerkoffer zusammengepackt und seitdem funktioniert es deutlich besser. Wir hatten da also durchaus, sah ich mich dann gezwungen, Ordnungsmittel zu verteilen, sowohl an den Kollegen von der Grünen als auch an den Kollegen von der CDU, der etwas irritiert war, weil noch kurz vorher gefordert hat, Herr Mohrer, greifen Sie meinen Antrag durch. Dann gab es CDU-Getrolle, wir reden über A, jetzt bringe ich auch noch was über Vorratsdatenspeicherung oder zur Sache gerufen. Auch die Einwände der SPD-Fraktion, da konnte ich dann kommentieren mit der Bemerkung, dass die Geschäftsordnung so vorsieht, dass sie nach 48 Stunden schriftliche Beschwerde einlegen können, dass sie
Maßnahmen des Vorsitzenden nicht während der Debatte zur Debatte selbst stehen. Und da waren Sie dann doch etwas irritiert, dass Sie Ihre eigene Geschäftsordnung wohl auch nicht sehen können. Seitdem war es besser. Die Vollversuche haben wir deutlich nachgelassen. Und da würde ich gerne mit dem Kollegen Ausschussvorsitzenden nochmal dazu. Und dann haben wir vielleicht noch eine Ja, also viel mehr kann ich dazu nicht sagen, weil die Ausschussreferenten bei uns sehr gut sind oder der Ausschussreferenten das auch sehr gut gemacht hat. Gut, David nochmal? Ja, vielleicht noch direkt als Ergänzung zu Alex, dass tatsächlich die Ausschussvorsitzenden oder jeder seinen eigenen Stil hat, Ausschüsse zu führen. Das ist mir aufgefallen. So, manche laufen halt, schaffen es den recht stramm durchzuziehen, bei anderen zerfasert das dann auch irgendwann, dreht sich im Kreis. Aber eine wichtige Sache ist noch, dass man tatsächlich gucken sollte, welche Möglichkeiten man auch als Opposition laut Geschäftsordnung hat, nicht über den Tisch gezogen zu werden, weil das ist auch tatsächlich, also manche erfahrenen Vorsitzenden bügeln dann auch ganz knallhart mal Dinge ab oder versuchen sie von der Tagesordnung fernzuhalten oder weit nach hinten zu schieben. Und da ist es dann schon wichtig, auch zu gucken, wenn man dann in den Sprecherrunden die Ausschüsse vorbereitet und man merkt, okay, da versucht jemand gerade hart doll, dass man dann als guckt, was kann man als Opposition, welche Möglichkeiten, da ist es hier im Haus beispielsweise so, dass zwar der Vorsitzende eines Ausschusses letztendlich alles von der Tagesordnung runterfegen kann, aber die Opposition dann wiederum die Möglichkeit hat, zu einer Sondersitzung zu laden und Ernennung der Tagesordnung, die dann so feststeht. Und das ist so ein bisschen dort die Waffengleichheit nach dem Motto, okay, wenn ihr das nicht, wenn ihr unsere Sache jetzt nicht auf die Tagesordnung nehmt, dann rufen wir halt eine Sondersitzung ein, was natürlich bei allen Beteiligten dann höchst unbeliebt ist, sich nochmal treffen zu müssen. Und das sind so Feinheiten, die sollte man halt wissen und kennen, welche Drohungen man dann eventuell noch aussprechen kann. Ja, vielen Dank, damit ist die Rednerliste auch durch. Ich glaube, ich höre schon die ersten Knurren Nägen zu mir vorne. Die Mittagspausenzeit rückt näher. RKA klärt gerade mit den Pizzaboten, der Pizzafraktion hat also schon gute Hoffnungen auf den Mittagessen. Der Gemüsekombüse, also Gecko-Sport, mit dem barrierefreien Essen hat getwittert, dass es noch 10 bis 20 Minuten dauert von jetzt an. Ich hoffe, das zerreißt uns jetzt die Mittagspause nicht zu sehr. Ich habe Presseanfragen für die Herren Lauer, für den Pavel, für den Alex Morlang, für den Patrick Breyer, den Michael Hilberer, Nico Kern, Michael Marsching und Martin Delius. Das sind jetzt die Namen, die mir genannt worden sind, für die Presseanfragen. Bitte klärt euch hier mit dem Pressesprecher der Fraktion ab oder mit den Journalisten direkt. Beim Martin und beim Christoph sind zwei Striche dahinter, beim anderen ist jeweils eine Anfrage. Ansonsten, ich finde es ein sehr gutes Signal, wenn viele von euch jetzt mit so ein Stündchen auf die Demo gehen. Ich glaube, man kann da auch sich gut unterhalten zwischendurch und kennenlernen weiter und gleichzeitig ein gutes Zeichen setzen dafür, dass wir fordern, dass ACTA jetzt vom Tisch kommt und eindeutig vorbei ist und auch alle nachfolgenden Projekte wechseln. Ich muss euch fachlich überzeugen, nur diesen Tisch wollen nicht einen Termin. Bitte kommt mit, so viele wie wollt. Machen wir dann die Liebe am 14. weiter, Andreas? 14.15 Uhr. Und wer die Logistik braucht, Richtung 8, wie man es schon gehört, 13.20 Uhr können wir die an der guten Stelle auffangen. Das heißt, ihr könnt jetzt ganz entspannt noch was zu essen zu euch nehmen. Und dann können wir gucken, dass wir irgendwie 13.20 Uhr die Demo und die erwischen. Wenn wir irgendwie gar nicht mehr absprechen, wir haben Kontakt zur Demo zu und wissen, wo wir die dann am besten erwischen.
wo wir da hin müssen. Das war's. 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 Das war